Hier haben wir was ganz Wichtiges. Muskelkater von Montana Black erklärt. Ich bin gespannt. Eine 1A-YouTube-Kacke-Rotze-Kotze. Die ziehen wir uns jetzt gemeinsam mal ran. Erstellt wurde das Ganze von Peters Kotstube, einem der legendärsten YouTube-Kacke-Kanäle auf ganz YouTube-Kacke-Deutschland. Ich würde sagen, wir schallern uns mal das Ding ins obere linke Ohrschloch hinein. Moin, meine aktiven Freunde. Moin. Und herzlich willkommen. Old Monte Good Times, ha? Heute wird... Da wurden noch keine NRTs verlost. Um meinen Fettarsch gehen. Ich habe megamäßig Muskelkater in der Rosette, weil es gibt... Ich hatte auch schon megamäßig Muskelkater in der Rosette, Digga. Es gibt halt Sachen, die ich gemacht habe, zusammen mit René, die halt unter der Gürtellinie sind. Und okay. Es war hammermäßig. Es hat sich halt voll komisch angefühlt. Also René hat einen Elefantenkonto. Vom Ding ist das. Natürlich muss ich das jetzt vom Ding her sagen, aber nein, es ist wirklich so. Mir ist aber dann auch klar geworden, es hat sich nur für mich komisch angefühlt, weil ich ein Mini-Po-Loch habe. Das war zum Teil sehr schwierig für mich, aber ich habe mich dann dazu einfach entschlossen. Klar kam mal ein Tränchen, Digga, keine Frage. Aber ich habe nicht geweint. Und wie ist das vonstatten gegangen, fragt sich jetzt schon der ein oder andere. Wir haben uns chillig auf meine Couch gesetzt. Aha. Und ich habe einfach ein Striptease gemacht und... hab jetzt nicht vorher... Digga, er erzählt hier auf ganz casual Analverkehr mit seinem Kollegen, das ist es. Ich habe mir noch 2, 3 Bücher reingezogen, um dann irgendwie zu wissen, wie ich es zu machen habe. Ich habe mich einfach frei Schnauze hingesetzt und hab drauf losgeblasen. Was ist doch okay, Bro. Was auch sehr, 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 sehr gut angekommen ist. René ist in vielen Sessions gekommen, ein ganz aktiver Spritzer. Dann hat er, nachdem wir fertig waren, mich anal geflissen, so wie ich es haben wollte. Es war einfach ein gutes Gefühl. Klar, Digga, boah, weiß ich nicht, Alter. Weiß ich nicht, schwierige YouTube-Kacke mittlerweile. Den Eichelkäse vom Günther reingezogen. Und Digga! Definitiv sind viele Sachen bei mir hochgekommen. Ja, so viel zu dem Thema. Bähä. Werde jetzt ein paar. Hier staubsaugt euch jemand im Hintergrund, ja. Fragen beantworten von euch. Die erste Frage, die ich hier sehe, kommt von Kieskauer. Der fragt: Kannst du anale Sex auch Leuten empfehlen, die dich als Person null kennen? Zum Beispiel meiner Mutter. Ach du Scheiße, Mann. Ja, auf jeden Fall. Na? Wenn Monte das sieht, wird das auf jeden Fall gestrikt, Mann. Klar. So, der Orange Morange, der alte Flaumpflöcker, fragt: Eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Hab aber keinen Bock, so viel zu lesen. Bruder, muss los. Und das soll es gewesen sein mit diesem Video. Kuss geht raus. So aus. Die Amina sagt, Montana Black, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Alles klar, perfekt, dann haben wir das wohl geklärt. Tolles Video, super Unterhaltung, das ist es, Mann.